Ja, herzlich willkommen zurück hier bei Vizubeast Infinity. Und zwar habe ich, wie gesagt, mal hier die Query fertig laufen lassen. Hat zwar noch ein paar Stunden gedauert, sagen wir so um die 4 Stunden. Aber naja, jedenfalls ist er jetzt fertig. Ich habe auch jetzt nebenbei hier schon mal alles ein bisschen ausgehöhlt, was man so grob braucht. Diamanten, Redstone und so weiter. Eisen und so, ja, mein Gott, ist ja egal. Ja, fertig ist er. Die Kappes habe ich nebenbei alles schon immer mitgenommen, weggebracht. Bauen wir das alles mal ab, brauchen wir alles nicht mehr. Ja, und während ich hier gewartet habe, ist mir was aufgefallen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Und zwar das da. Halt, so. Ich habe keine Ahnung. Als wir hier angefangen haben, war es nur ein kleiner, gemütlicher See, aber mittlerweile ist es ein ziemliches Loch geworden. Ich habe mich immer gewundert, was hier immer so komisch sich anhört, als wenn jemand Gras abbaut. Obwohl hier kein Schaf ist, was gefressen könnte oder sonstiges. Man sieht doch hier irgendwie so eine kleine Partikelchen. Und wenn ich jetzt hier rangehe, dann werde ich halt rangesaugt. So wie da unten die Erde. Und so. Das wird hier alles immer rangesaugt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe auch schon nach einem Block geguckt oder irgendwas, was da irgendwie was sein könnte, aber irgendwie nicht gefunden. Und wenn ich da in der Mitte bin, dann kriege ich halt mega Schaden. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wenn das jemand von euch weiß, kann er das ja gerne in die Kommentare schreiben, denn ja, ich habe keine Ahnung, was das jetzt sein soll. Ich habe sowas noch nie gehabt. Tja, mal gucken, ob sich das noch weiter ausbreitet oder nicht, und ich werde jetzt erstmal meinen Timer wieder einschalten, den ich hier mal vergessen habe. Moment, geht sofort los. Stopp da und Start. So, dann bauen wir das hier mal ab. Brauchen wir ja mittlerweile nicht mehr alles. Und zack, haben wir die auch weg. Jo, haben wir das auch erledigt. Dann gehen wir mal zurück. Hier ist schön der Zappenduster. Gut schlafen gehen, und dann müssen wir mal noch gucken, ob wir noch mal 2 16K-Platten für hier hinkriegen. Die sind nämlich beide noch leer, die ist auch noch leer. Aber die Ender Query würde ich gerne schon ein bisschen was größer laufen lassen. Den habe ich jetzt natürlich dran. Den brauche ich natürlich. Und die Bank brauche ich auch. So, Ender Query haben wir hier. Upgrades. Ich habe hier nochmal das Pumpen-Upgrade gebaut. Allerdings brauche ich dafür noch eine Trash Energy. Nein, Fluids, die brauche ich noch. Also brauche ich nochmal eine normale Trash Can. Ich habe keinen Stone mehr. Kobbel. Haben wir nicht viel. Wir werden jetzt auch anfangen mit Cobblestone. Das werde ich jetzt aber nicht kaputt machen, das werde ich jetzt sammeln, weil das brauchen wir später. Weil ich hatte eigentlich noch vor, später noch mal in den Deep Dark auch noch mal zu gehen. Usages ändern ein Energy Fluids. So, dann haben wir die. Da können wir die Fluids gleich kaputt machen, die brauche ich nämlich nicht. Also hier habe ich auch immer wieder ein bisschen was drin geschmissen, der war schon zweimal leer fast. Aber jetzt ja, dürfte nicht mehr so leicht leer gehen. Ja, und das hatte ich euch alles gezeigt. Ach so, ich brauche noch Ender Chests. Gucken, ob wir die so einfach hinkriegen. Ne, kriegen wir nicht hin, weil uns dafür die Blaze Rods fehlen, genau. Aber so, was fehlt denn da noch? Da oben. Oh, wir haben keine Wolle mehr. Dafür haben wir. Ich war da, da gab es ja noch eine schöne. So einen schönen Minenschacht. Da war ich mal drin gewesen, hab dann ein bisschen was gemacht, gefarmt und so weiter. Ach ja, da war ja was. Ich hatte das ja noch gar nicht. Die Seeds. Die kriege ich jetzt auch gar nicht so zusammen. Einer. Und das ist ja nichts. Davon habe ich auch keine mehr. Davon habe ich auch keine mehr, okay. Das heißt, wir müssen noch mal schnell
Wie viel brauchen wir denn? 4, 8 Blaze Rods. Also 2 waren noch. 6 Blaze Rods brauchen wir noch. Dann gucken, ob wir die schnell gefarmt kriegen. Dann können wir nämlich Ender Chests machen. Und dann kann ich das über Ender Chests laufen lassen. Dann nehmen wir hier ein bisschen was mit. Weil ich habe davor, das so ein bisschen zuzubauen. So, sollte reichen. Blaze Spawner. Uff, wo waren der jetzt wieder? Da oben, ne? Irgendwo? Da war er. Oh ja, hier spawnen die gleich schon welche. Das dreht sich schon wieder viel zu schnell. Ja. Autsch. Und zwar wollte ich hier eigentlich zubauen, irgendwie ein bisschen, aber ja, gut, egal. Wir haben jetzt nicht eine bekommen. Das ist ja schon wieder uncool. Und das ist auch uncool. Oh. Wow, ohne Stier weg hier. Kurz warten, bis wir ein bisschen regeneriert haben. Wow, immer ruhig hier, ne? Ich glaube, das werde ich als nächstes auch mal irgendwie machen, dass wir das. Feuer aus. Dass wir uns hier so einen kleinen Spawnerraum bauen. So eine Art Mob-Farm. Uah, hier sind zu viele. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Haben wir schon mal zwei. Jetzt brauchen wir noch vier. Da hat er voll erwischt. Na komm doch. Da ist er. Uah. Autsch. Haben wir schon mal drei. Na, jetzt müssen wir mal kurz warten hier. Wunderschön. Wie viel brauchen wir? Eine brauchen wir noch. Da sind sie. So, jetzt haben sie geschossen. Jetzt haben wir kurz Zeit. So, da haben wir unsere Sechser. Und jetzt können wir auch unsere Ender-Chests bauen. Und dann kurz die Query aufstellen und dann geht es auch schon weiter. So, home. Zack und ja, die ganzen Kappes brauchen wir nicht. Das kann auch erstmal wieder weg. So, in der Chest. Da. Eins, zwei. Sehr schön. Und zwar werden wir dann. Ey, gib mal her hier. Ja, hier. Die brauchen wir dabei nicht mehr. Ich werde die mal dahin stellen. Der Code bleibt weiß, weiß, weiß. Das wird für alles sein, was Input ist in das ME-System später. Weil ich denke mal, wir werden viele mit Ender-Chests machen. Einfach um den PC und so weiter zu schonen. Jetzt brauche ich noch einen Import-Bus. Fluid, nein, den da brauche ich. Kriegen wir den hin? Na, fast. Brauchen wir einen Sticky Piston? Oh, jetzt haben wir nicht mal einen Piston. Dein Ernst? So, jetzt haben wir einen Piston. Na, komm, machen wir gleich mal noch hin.
So, Sticky Piston haben wir. Und da haben wir einen Import Bus. Jetzt brauchen wir, haben wir noch Cable, ist die Frage. Cable haben wir auch noch, vom Unerens. Und dann Import. Nein, Acceleration Card brauchen wir noch eine. Ja, war klar. Uff. Zack, den da. Oh, wir haben ja gar nicht da. Wird Zeit, dass wir das endlich mal alles automatisieren. Oh, ja, das haben wir da. Nice. Ist ja schon mal ein Anfang. Zack, zack, zack. So, jetzt müssen wir die Karte noch machen. So. Und jetzt haben wir unsere Acceleration Card. So, Import Bus kommt da dran. Das kommt da dran. Die kommt darin. Ja, wunderschön. Und Portal. Gehen wir mal kurz Query aufstellen. Ja. Tja, wie man hier sieht, das war mal nur so ein kleiner, schöner See gewesen hier. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Vielleicht schaue ich auch selber nochmal nach, denn. So, jetzt brauchen wir die Endermarker. Ender Query stellen wir. Keine Ahnung, dahin. Jetzt brauchen wir. Muss ja da dran, also da. Ja, rennen wir einfach mal hier ein Stück lang. Na, gib Gas. Machen wir das Ganze mal ein bisschen größer. So, sagen wir, komm, bis hier. Reicht erstmal. Ich habe keinen Bock zu rennen wieder. Machen wir den da. So, jetzt haben wir noch da. Haben wir Kontakt. Und dann rennen wir hier nochmal ein Stück lang. Dass die gleich ein bisschen mehr hat. Sagen wir bis da vorne ans Wasser und dann reicht es doch erstmal bis. Ja, komm, bis da. Jawohl, connected, home. Wo ist es da? Successful, wunderschön. World Hole Upgrade, stellen wir mal unten drunter. So, jetzt haben wir das Pumpen Upgrade. Jetzt haben wir Fortune. Ja, kommt um. Wie rum ist das? Das geht nach da. Okay. Das haben wir halt alles. Die Trashcan für Fluids kommt dabei daran. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich habe es noch nicht probiert. Jetzt brauchen wir noch die Ender Chest. Ja. Die kommt da dran. Und die Bank. 780. Soll nicht ganz. Sagen wir 700. Und so. Abfahrt. Ist er noch? Jupp, ist noch. Und schon fängt er an. Ja, ist ein bisschen langsam, aber das geht alles schön zum E-System. Funktioniert. Geht eigentlich von der Geschwindigkeit her. Ist ganz okay. Kann man so anbieten. Kommt da unten irgendwie Wasser oder sowas? Möchte mal gucken, ob das so mit der Pumpe hier funktioniert. Aber eigentlich müsste. Uah, nee, ich will nicht runter. Na egal. Lassen wir die mal dabei mal arbeiten. Ich hoffe, das Ding wird nicht größer. Ich habe schon überlegt, da mal die Query drüber laufen zu lassen, aber wenn das da irgendwie kein Block ist oder so, wenn das, weiß ich nicht, ob das denn funktioniert. Na, müssen wir mal gucken. So, dann werden wir jetzt nochmal schnell, die werden ja gut voll werden gleich, bestimmt. Wir kommen gut was an. Gucken, ob wir nochmal schnell 216k hinkriegen. Wie waren das jetzt? Also zwei davon, also brauchen wir sechs davon. Moment. Zwei davon, habe ich gesagt. Zwei Stück. Dann brauchen wir hiervon sechs. 6 mal 3 sind 18 Stück davon. 18 Stück mal? Gucken wir mal, wie viel wir hinkriegen. Ja,
Ist ja schon mal nicht so viel. Gold. Ja, es wird Zeit, dass wir unsere Dings anfangen. Unsere Erzverarbeitung. Silikon. Haben wir noch Sand da? Oh, Sand. Ja, machen wir mal. Ja, komm, kurz den. So, ja, hier machen wir eben schnell das Stone noch drin. Du kannst auch schnell mal kurz machen. Am 8. So, was hat jetzt gesagt? Wir brauchen 6x3, 18. Ach, war klar. War eh klar. Nichts ist vorbereitet hier. Nichts ist da. Ja komm, reicht. Gib Gas. Da, hau rein. Dann kann das kurz weg. Ja, die lassen wir danach noch durchlaufen. Ja, na gut. So, haben wir da wieder ein bisschen. Gut. Mehr wartet nicht. Eieiei. Eieiei. So, brauchen wir nochmal schnell 7 Stück. Noch ehen. So. Dann haben wir das. Dann brauchen wir 16k. Dann brauchen wir bestimmt davon noch etliche. Machen wir mal eben 20. Dann brauchen wir die da. Und zwar alle. Alle 18. Ich hoffe, das geht sich aus. Davon brauchen wir jetzt 6 Stück. Uff, und ich hab's genau gewusst. Da fehlt ein Sand. Lalala, hat keiner gesehen. Machen wir sowieso später schön. Da haben wir mehr als genug wieder. So, den haben wir. Machen wir wieder 16k. Nein. Ja, ist eigentlich. What? So, 6 Stück davon. Dann sollten. Genau, 6 Stück davon sollte sich ausgehen. Jetzt brauchen wir noch. Oder gesagt, 2 Stück davon. Wunderschön. Ey, nein. 1, 2 und 2 16k Festplatten haben wir. So, das sollte erstmal für eine Weile reichen. Die ist ja auch noch leer. Wunderschön. Das läuft. Gut, passt. Hier ist nichts mehr drin. Hier ist noch ein bisschen Gold drin. Ja, komm, lassen wir das auch mal durchrennen. Noch ein bisschen Kupfer. So, jetzt ist die Frage, mit was fangen wir am besten an? Bauen wir jetzt zuerst den Keller aus und tun das ME-System quasi ein Stück erweitern mit Autocrafting? Oder fangen wir die Erzverarbeitung an? Bei Erzverarbeitung, ja, dann müssten wir eigentlich auch noch den Reaktor vergrößern. Ich wollte den eigentlich auf 5x5. Nee, 5x5 war ditte, 7x7 wollte ich den bauen. Innenmaß dann 5x5. Und dann 4 hoch. Ungefähr, weil dann hat das für hier, für zu Hause und so bringt er da mehr als genug Strom. Aber dann müssten wir direkt mit der Verdreifachung da drüben anfangen. Aber dann bräuchten wir da drüben auch erstmal Strom. Und das ist ja dann auch wieder die Sache. Weil, dann müsste ich hier erst die Turbine bauen. Und das ist... Hey, nochmal den hier. Ja, extrem... Ja, ein bisschen aufwendig. Aber ich glaube, wir fangen damit an, jetzt da den Reaktor zu bauen. Und die Turbine. Dass wir da drüben Strom haben. Und dann fangen wir mit der Erzverarbeitung an. Weil Erze sollten so ein bisschen was haben eigentlich. Ja, bisschen was ist schon da. 800 Osmium. Ja, das. Wenn wir das verdreifachen alles, ja, doch, das. Ich werde mit dem Reaktor anfangen, aber zuerst müssen wir ja hier mal die Kohle
Und zwar brauchen wir davon jede Menge. Reicht das? Ja, für den Anfang müsste es erstmal reichen. Wo fickt doch? 1, 2, 3. Da noch einen mit drin nebenbei. So. Ja, pf, ja. Egal. Ach so, ich hatte ja hier noch. Der muss ja noch runter. Der und der. Muss alles seine Ordnung haben hier. Plutonium brauchen wir auch. Ein bisschen was. Aber na komm her. Plutonium haben wir ja hier noch. Ich werde mal umrüsten wieder auf Uranium. So. Weil ich weiß nicht genau, wie viel Plutonium wir brauchen. Okay. Jetzt kriegen wir da, kriegen wir das raus und hier auch. Das wird jetzt ein bisschen was kosten. Ich hoffe, wir haben da hier noch. Ja, egal. Und zwar brauchen wir von Big Reactor brauchen wir. Eieiei, wie habe ich denn den immer gebaut? 1, 2, 3, 4, 5 davon brauchen wir schon mal. Brauchen wir schon mal jede Menge. Uff, ja, klar. Ilorium brauchen wir natürlich auch. Machen wir da hier mal einen Stack durch. Dass wir da ein bisschen was kriegen. Na komm. Kriegen wir hier noch das dritte Upgrade drin? Oktel. Da. Oh, die haben wir sogar noch da. Da braucht man nur einen Glowstone. Das sollte auch kein Problem sein. Da haben wir den. Dann brauchen wir nur noch mal einen Double Layer. Double Layer. Und zwar, wo ist er denn? Kappa. Tissetto. Wo ist er? Wo ist er da? Dann brauchen wir noch einen davon. Kriegen wir. Ja. Nicht bitte, sondern. Ach Gott, wo ist er denn nur wieder? Da oben. Och, da fehlt er. Dann brauchen wir Glowstone, zwei Stück. Redstone. Und der dritte war Gold. Na komm. So. Mach mal kurz ein bisschen Ilorium. So, dann haben wir den. Na komm. Können wir das da machen? Das kann alles rein. Dann brauchen wir Kapazitor. Und zwar sind sie da. Die Folge ist schon wieder rum, wie ich sehe. Mein Gott, die Zeit rennt. Dafür brauchen wir auch schnell zwei Stück. Aber den Kapazitor machen wir noch schnell fertig. Und zwar nehmen wir denn den da oben dabei raus. Usages, da ist er. Und da haben wir den. Wunderschön. Zack, rennt da mit dir. Und wie ihr seht, das geht schon ein bisschen besser ab. Hier passt auch einiges mehr drin. So, da noch mit drin. Jetzt haben wir 45 davon. Dann können wir jetzt. Big Reactor. Was hatte ich gesagt? 5 Stück von denen. Also brauchen wir erstmal. Ja, komm, hier, mach mal ein Stack. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir. Dann brauchen wir den PowerTap. Brauchen wir nicht. Wir brauchen den Access-Port. 2 Stück. Ja, war mir klar. Ja, mach mal ein paar. Ja, haben wir kein Holz. Na, egal. Access-Port brauchen wir zwei, dann brauchen wir den coolen Port, brauchen wir zwei Stück. Ne, da brauchen wir sogar noch mehr von. Und wir haben kein Wood mehr. Haben wir hier noch Wood? Oh, nicht viel, egal.
Mach mal ein paar Coolant. Wie viel hatte ich denn? Ich hatte. Keine Eimer? Kann ja nicht sein. Fünf Stück hatte ich, glaube ich, immer dran. Fehlt. Oh, was? Ist doch nicht dein Ernst. Wir haben kein Iron? Holy moly, das wird aber, glaube ich, jetzt echt Zeit, dass wir die Erzverarbeitung anfangen, weil das kann ja so nicht weitergehen hier. Das ist ja kein Zustand. Ja, komm, mach dabei mal die Viere drin. Das war schon wieder mal mein Handy. Entschuldigung. Ja, ein Eisen reicht ja erstmal. Das kann rennen, das kann rennen, das kann rennen. Das und das. Oh, na toll. So. So, jetzt haben wir die 5 davon. Big Reactor. Die haben wir, die haben wir, die haben wir. Dann brauchen wir den Controller. Brauchen wir? Ja klar, brauchen wir. Dann. Was brauchen wir noch? Nein, Rednet, nein, der läuft durchgehend. Die Fuel brauchen wir noch. Uff, jo, die kosten ein bisschen Eisen. So, naja. Gut, dann werde ich jetzt erstmal die Folge beenden und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit dem Craften des Big Reactors bzw. Zusammenbau und die Turbine. Müssen wir mal gucken, wie weit wir da kommen. Aber ich denke mal, ein Stück schaffen wir schon. Ja, so ein Eisen ist nicht so viel, aber hier haben wir noch einen Stack. Ja, dann würde ich sagen, dann tue ich mich für die Folge erstmal verabschieden. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann, ja, haut da rein. Ciao.